Brandstifter haben den Brand in der Taunusstraße in Wiesbaden gelegt, teilte die Polizei am Morgen mit. Fest steht auch, dass es im dritten Obergeschoss des R&V-Hochhauses am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr in Wiesbaden gebrannt hatte. Unbekannte haben dort an mehreren Stellen Feuer gelegt. Zunächst ging die Feuerwehr davon aus, dass es im zweiten und im dritten Obergeschoss brennen würde. Jedoch stellte sich dann sehr schnell heraus, dass es lediglich im dritten Obergeschoss, jedoch in voller Ausdehnung brannte. Mit Atemschutz musste die Feuerwehr vorgehen, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Üblicherweise ist dies eine Aufgabe der Polizei, die dort gemeldeten Personen bekannt zu geben. Da es sich hier jedoch um ein leerstehendes Gebäude handelte, aber des Öfteren Jugendliche und Obdachlose angetroffen wurden, war zunächst nicht sichergestellt, ob hier eventuell Menschen in Gefahr waren. Es stellte sich jedoch heraus, dass niemand mehr im Gebäude anzutreffen war. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Auch ist nicht sicher geklärt, wie die Täter in das Bürogebäude gekommen sind. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bis heute noch keine Angaben machen.